Strawberries gibt es ja schon und mit Erdbeer. Das ist im Endeffekt das ganze wie Crystal Meth, nur dass es eben nach Erdbeer schmeckt und dass es in verschiedenen Geschmacksrichtungen wie Schokolade gibt und bla bla bla. Und ist auf jeden Fall sehr gefährlich und wird derzeit in deutschen Schulen verteilt. Und wenn ihr Geschwister habt, die da noch zur Schule gehen, beziehungsweise ihr selber noch zur Schule geht, ich würde euch da wirklich bitten, wenn jemand kommt und sagt, ja, hier, bla bla bla, probier doch das mal. Das sieht im Endeffekt aus wie rosa, ja, wie rosa Brause sieht es so ein bisschen aus. Wobei kommt noch vor allem, welche Schüler verkaufen. Es ist eher schon an die Größeren, die auch ordentlich Geld dabei haben. Ja, oder? Also es steht ja nichts von Verkaufen dran. Es steht nur dran, dass es verteilt wird, genau. Verteilen es einfach. Und warum sollten die einfach sowas verteilen? Was bringt denn das? Ich sehe ganz keinen ehrlich, Sinn das war dahinter. In meiner Schule damals auch. Ja, warum machen die das? Nur was bringt denn das? Da war es im Endeffekt so komische Tabletten. Ich meine, ich halte davon generell nichts. Bei uns war es dann aber so schlimm, dass die Schule polizeilich überwacht wurde. Ja. Ja. Die wurde polizeilich überwacht. Und ja. Da wurden aber auch die Eltern drüber informiert. Da wurde ein Elternabend gemacht und ja. Das war ja richtig. Ja, ich finde es immer wirklich schade. Warum muss das ganze Drogengescheiße da eigentlich sein? Wozu braucht man Drogen? Ich meine, wir sind am Samstag. Viele nehmen das, fangen damit ja auch an, aus Stresssituationen heraus oder weil sie gerade, keine Ahnung, was ich für eine scheiß Lage sind. Aber es rechtfertigt ja sowas eigentlich auch nicht. Warum muss man denn damit anfangen? Gut, wir haben uns letztens eine Flasche Malibu gekauft, da haben wir jeden Glas getrunken und jetzt steht sie im Kühlschrank. Ja, das ist ein Mal. Wir haben war das am Samstag? Ja. Am Samstag haben wir uns ein Sixpack. Das Feldin Skuruba mitgenommen. Da ist noch keine einzige Flasche offen. Einfach mal, falls man mal was trinken möchte, so abwechslungsweise Also wenn man mal da mal Lust drauf hat, dann hat man eben was daheim. Aber manche, eine Freundin von mir, das kann ich dir nachher auch mal zeigen, mit der war ich so gut befreundet, mit der ging ich zur Schule. Die Frau, die ist wirklich so abgestürzt. Die ist so abgestürzt, ja. Die tut mir so leid, die war so hübsch. Und das war wirklich eine, die wo in der Schule waren alle scharf auf die. Also jetzt nicht die Frauen, sondern die Jungs halt. Die haben der nur hinterher gegeiert. Und die hieß eben Melanie. Okay. Und ja, und hier und da und dadurch, weil waren da eben gerade 14, 15 und die hat da eben schon halt schon Mods die Oberweite vor sich hergeschoben und klar, Männer in dem Alter, ne, sind da natürlich scharf drauf. Stellen sich die Abonnenten das wieder vor. Und ja, und die war wirklich hübsch und mittlerweile, die ist einfach nur noch abgemagert, die ist total runtergekommen und mit der will eigentlich auch so ziemlich keiner mehr Kontakt haben, was, ja. Es heißt ja, weil sie jetzt keine Oberweite mehr hat. Nee, weil sie einfach nur runtergekommen ist. Ach so. Ja, du hast jetzt sieh typisch, Mann, du hast wieder nur die Oberweite im Kopf gehabt. Ja, keine Ahnung, ich habe jetzt nachgefragt. Klang gerade so, weil sie übelst abgemagert ist. Die ist wirklich richtig abgemagert. Okay. Also magersüchtig schon, oder noch magersüchtig nicht? Direkt kann man jetzt nicht sagen, aber sie hat extrem viel abgenommen, ja. Und das ist auch durch das Drogengenehme dann im Endeffekt. Und ja, ist wirklich schade, was das Zeug aus den Menschen dann im Endeffekt macht. Das war damals die beste Freundin von mir. Und heute, das macht einen ja total kaputt. Würde die heute zu mir sagen, du hast Bock auf einen Kaffee oder können wir uns mal treffen oder so. Ich meine, die wohnt jetzt am Bodensee unten. Ist jetzt auch nicht so, dass man da einfach mal von Nürnberg schnell an den Bodensee gefahren ist. Aber ich glaube, ich würde da auch sagen, du Melli, komm bitte wieder auf einen anderen Trichter, dann können wir das gern machen. Aber vorher, ich weiß, in solchen Situationen, es heißt immer, Freunde sollten füreinander da sein.
Ja, es ist nur die Frage, alle sagen immer, Freunde fürs Leben und bla bla bla. Aber inwieweit kann man eine Freundschaft verantworten? Wie weit sollte so eine Freundschaft gehen, dass man sagt, ich gehe mit dir durch dick und dünn, auch wenn derjenige vielleicht da jetzt Mods die Scheiße macht? Ja, das würde mich natürlich von den Abonnenten her auch mal interessieren, wo deren Grenze ist, wo sie sagen, ja, Freundschaft, gut und recht, aber das ist die Grenze, wo ich sage, das geht gar nicht. Es gibt ja auch so tolle Männerfreundschaften, die dann ihre Freundinnen rumschicken. Wie Freundinnen ja, rumschicken. Ja, hä? Ich bin jetzt dein Kumpel. Ich bin jetzt dein Kumpel. Hab ich noch nichts von gehört. Die sagen, geh mal arbeiten, schlafen mit jemand anderen oder was? Wenn wir zwei jetzt. Ach so, das nein, ist ein Geld. Wenn ich bin jetzt dein Kumpel und ich bin mit einer Ollen zusammen und hab keinen Bock mehr auf die und ich weiß ganz genau, du bist auf die scharf, dann schicke ich es einfach zu dir. Okay. Alles schon erlebt. Ja, wenn die es mitmacht, dann. Ja, ist ja deshalb sage ich ja, wie weit geht eine Freundschaft? Also. Oh, okay, jetzt hat es gerade bei mir geleckt, ein bisschen. Ja, das stimmt. Ey, verkacktes Skelett. Bescheuert oder was? Haut. Oh nö, jetzt bin ich ein Skelly. Ja. Ich will kein Skelly sein. Ja, es ist. Mag sich vielleicht jetzt irgendwie ein bisschen blöd anhören, aber irgendwann kommt man an einen gewissen Punkt im Leben, wo man sich dann doch ein paar Gedanken macht. Und ich glaube, den Punkt habe ich momentan, dass man sich dann ein bisschen mehr Gedanken über gewisse Dinge macht. Ist aber auch nicht verkehrt. Ist sowas generell nicht, aber manchmal macht man sich dann vielleicht auch zu viel Gedanken oder. Ja. Logisch. Man wird halt älter. Ist aber gut, wenn man sich Gedanken macht. Man wird älter und reifer und irgendwann fängt man an zu schimmeln. Oh Gott. Nein, nicht schimmeln. Nur nicht das schimmeln. Das stinkt immer so. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß echt nicht. Ja. Irgendwie. Dem Alter kann man halt nicht entgegenwirken. Aber es ist schon erstaunlich an. Manchmal geht man so an seine eigenen Grenzen, wo man sich denkt so, willst du das überhaupt noch, willst du das Ganze nicht mehr oder ja, mach ich jetzt das lieber so oder mache ich das jetzt lieber so und da wird mir irgendwann ganz balla im Kopf. So wie war es ja jetzt mit meinem Auto auch, man überlegt sich dann fünfmal so, ja, wo ich mir den Golf gekauft habe, im Endeffekt wollte ich ja einen VW EOS haben und ich war so scharf auf den EOS und ja. Dann kam der gute Kelturio natürlich. Oh, guck mal, ein 7er Golf. Und wie schön ist der denn? Wie schön ist der denn? Den musst du kaufen. Damit ich mitfahren kann. Kann mir mein Automat liegt, damit ich immer mit dem fahren kann. Ich fahre nicht mit Schaltgetriebe. ja, das ist der Unterschied zwischen mir und Kelturio. Ich bin jemand. Ich will mein Auto unter Kontrolle haben. Ich will es ab und zu mal hochjagen können. Ich möchte dann die Gänge reinbrettern können. Und der Kelle ist dann jemand, der fährt dann richtig gemütlich und hat seine Automatik und lässt sich da rumkutschen. Wobei Automatik ist ja nicht gleich Automatik. Ja, okay. Du musst ja noch unterscheiden mit, du hast mit DSG. Es ist ja ein bisschen sportlicher, gerade weil du dann in den Sportmodus schalten kannst. Und dann wünscht man sich als Gangfahrer, wenn man das mal so gefahren ist, dann denkt man sich, oh, also mehr kann es mit Handschaltung auch nicht abgehen. Ja, wo waren wir stehen? Gibt es auch so lustige Viertelmeile-Videos und sowas, wo die besten chinesischen, was weiß ich, Driftmeister oder sonst was alles gegeneinander fahren. DSG gegen Handschaltung und der mit Handschaltung hat nie eine Chance, weil es DSG immer ein bisschen schneller ist. Ja, wo.
Also ein wirklich gutes DSG. Automatik, normales, Warte, wo eigentlich war nicht ich jetzt gut. stehen geblieben? Ach so, ja, mit dem Golf. Eigentlich wollte ich ja ein EOS haben, dann kam der Kill. Hey, Golf! Ja. So, und jetzt habe ich hier Diamanten und kann sie nicht abbauen, weil ich keine Spitzhacke mehr habe. Ja, nur eine aus Keine Spitzhacke Stein. mehr? Ja, das ist Okay. jetzt nicht. Jetzt habe ich einen ganzen Stack Diamanten. Ja, ich habe auch schon den zweiten Stack Und ich habe Diamanten keine angefangen. Werkbank, dass ich mir was bauen kann. Oh nö. Ich muss hier irgendwie rausfliegen, dass ich mir Holz abbauen kann. Ja. VW EOS oder Golf 7. Und wenn der Hase nicht aufhört, ra. Ach, da bist du, oder? Bist du das, die Fledermaus? Wo bist du? Hinter dir? Das dämliche Vieh, Rechts? irgendwann schmeiß ich es vom Balkon. Ach, das bist du tatsächlich. Ich bin direkt Okay. hinter dir. Moment, ich hab Holz. Ich kann's dir hier. Hier schmeiß ich's dir mal Also hin. nur. Zack. Daraus kannst du eine Werkbank. Das ist aber noch Ja, das normales passt ja. Holz. Weil ich habe hier auch schon seltene Materialien gefunden. Rubine und Peridots. Ich weiß nicht, wie die heißen. Okay. Gibt's hier auch ab und zu. Das sieht aus. Ja. Rubine gibt's hier auch. Das ist echt nett. Und die kommen mir ziemlich selten vor. Wo Ich nehme brauche ich an, denn dass noch eine die. Spitzhacke? Oh, da ist noch Fossilien. Die baue ich auch immer gerne ab. Knochen. Weil die braucht man dann, um. Glaube ich, für diesen Kann ich mir aus Minions-Mod oder wie er Bambusticks heißt. kein Ding machen? Aus Bambusticks was? Eine Waffe oder so? Nee. Dann musst du Nein. Holz. Hast Ja, du ich keine mache mir Stickies gerade welche. mehr? Ich habe auch noch 45 Ja, Stickies, ich falls habe du mir hier was gerade brauchst. welche gemacht. Okay. Wenn du noch welche hast, dann geht das ja. Ich düse gerade das Ja, Fledermaus jetzt sind mal wir immer wieder noch rum. beim Golf. Ja. Ja, man überlegt sich. Cabrio, schönen Wind um die Haare wehen lassen oder Golf. Ja, zum einen Golf, weil man irgendwann mal Kinder haben möchte. Zum anderen mal Golf, weil man ja den Hund hat, vier Türen. Was ist ein Golf Cabrio? Ja, den gab's ja nicht. Ach so. Zumindest nicht in meiner Preisklasse. Du sagst zum einen Golf, zum anderen Golf. Ja. Was ist der Unterschied zwischen da jetzt eben EOS und Golf? Das meinte ich jetzt. Ach Das sind meine so. Diamanten. Sind beide von VW. Na, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Das ist Das wirklich siehst du von mal. VW. Oh, mir fällt das Bild auch gar Ja. nicht. Ich finde meine Diamanten nicht mehr. Hast du weggeschmissen oder was? Hat da so eine kleine Diamantenader. Die ist weg. Ach Oh so. nein. Ah. Na gut, wenn es nur eine Noch ein anderes ist Diamantenader ist. übrig. Ach, hier habe ich auch eine Diamantenader schon wieder, hey. Meine Ist ja echt krank, wie viele Diamanten es hier gibt. Diamanten. Aber die Leute sagen auch immer, behaltet die, macht euch nicht viel Rüstung draus, weil die braucht ihr noch für die ganzen Maschinen, Oh, die ich hasse Diamanten. Maschinen. Na, nur weil sie kompliziert sind Wenn es nach für einen dem geht, dürft, Anfänger. müsste ich lesbisch sein. Männer sind genauso kompliziert. Was, warum? Warum? Das fragst du auch noch. Das sagt Mr. Kompliziert höchstpersönlich. Mr. Kompliziert. Ja, Mr. ja. Einfach. Also wer sich vorstellen Naja. könnte, so, ah, oh, der Keltorio ist ja voll hübsch und so und. Nein! Nein! Ihr kriegt nur graue Haare. Hey. Was? Hey? Das sagt man Warum, nicht. das ist die Wahrheit. Doch. Nein. Überhaupt Hast du nicht gerade. Wahrheit Also, seid. ich wollte gerade sagen, hast du hier eine Fackel gesetzt oder bin ich über Redstone gelaufen? Ja, über Redstone.